So, und da haben wir Blue auch schon gleich wieder hier bei uns. Du hattest ja gerade angedroht, dass... Mein Fan-Trupp. Hattest ja gerade angedroht, dass du gleich weiterreden willst. Ja, ich quasi gerne. Kennt man nicht anders von mir. Ist halt ein mega nicer Run gewesen, ne? Also kann man nicht anders sagen. Also ich hatte wirklich, wirklich Angst vor 2 Tagen noch. Da lief nichts, überhaupt nichts. Und jetzt hier zu sein und wirklich einen mehr oder weniger perfekten Run hinzulegen, ja, ist wundervoll gewesen. Also ist auch dem Spiel richtig gerecht geworden. Ja, ja, würde ich auch sagen. Und ich bin der Meinung, dass auch nochmal ein Applaus wert, oder? Vielen lieben Dank. Nee, hast du echt gut gemacht. Und dieses Spiel ist halt auch sehr interessant, muss ich sagen. Gerade weil man es bei dieser Aufmachung auch gar nicht erwartet, was in diesem Spiel auch drin steckt. Ja, man landet in dem Spiel, also beim ersten Mal spielen, landet man da, man kriegt nichts erklärt. Man denkt sich so, ja, okay, sieht ganz schön aus. Aber je länger man das spielt, je mehr man halt auch herausfindet. Ich habe halt vieles gezeigt, was man, sowas wie das, den Code, das Beten, das erfährst du alles im Laufe des Spiels. Mhm. Das Gute ist halt, ich habe jetzt auch nichts erklärt, genau wie diese Tasten sind. Das heißt, wenn man spielt, wird man sich fragen, wie geht das? Ich habe das gesehen, wie hat der Runner das eigentlich gemacht? Ja, ihr werdet das im Spiel herausfinden. Und das ist das Coole an diesem Game. Ja, das ist auch ein Indie-Game, soweit ich gesehen habe. Und, Indie-Games zu Speedrun, finde ich, ist immer noch mal ein ganz anderes Feeling, als wenn man jetzt halt diese AAA-Titel Speedrun. Ja. Und finde ich auch super, dass du das machst. Und gerade dieses Spiel ist, glaube ich, noch gar nicht so bekannt. Also ja, es ist das mit einzige Indie-Game, was ich runne. Wir können ein Indie-Game so nennen, das mehr Trash ist, aber ja, da will ich gar nicht drauf weiter eingehen. Ja, das Spiel ist ein Indie-Game. Das Schöne ist, dass sich Microsoft das so die Krallen gerissen hat irgendwann. Und deswegen, falls ihr das spielen wollt und ihr denkt euch so, ich will nicht so viel Geld dafür ausgeben, es ist im Game Pass. Also, wenn ihr den Game Pass habt, es ist da drin, spielt es einfach. Ich muss das halt oft sagen. Es ist mehr oder weniger bekannter geworden im letzten Jahr. Mhm. Es ist eigentlich für viele, glaube ich, auf dem Schirm gewesen. Es war lange angekündigt. Kam dann raus, hat dann so eine gute Welle bekommen. Aber dann hat man diesen Run oder ähnliche Runs auf den anderen größeren Events gefunden. Und dadurch hat es noch mehr an Popularität gewonnen. Und ja, das ist ganz toll. Es ist halt ein wundervolles Spiel. Ja, ja. Ist auch halt mal eine Abwechslung zu, so sag ich mal, den Standardsachen, die man sonst immer so sieht. Und auch die Grafik, wie du ja schon gesagt hast, ne? Also sieht auch wunderschön aus. Und dadurch, dass du halt in diese Welt reingeschmissen wirst, gar nicht weißt, was da los ist, ist halt auch schon mega nice. Und kannst du das auch einem Anfänger empfehlen, diesen Run? Ich würde die Kategorie keinem Anfänger direkt empfehlen. Also wenn man einen ersten Run macht, würde ich das nicht tun. Mhm. Weil es gibt halt so Skips, Tricks, die du in diesem Run nicht wiederholen kannst. Das Ende. Wäre ich beim Boss beispielsweise, das habe ich gar nicht erwähnt, wäre ich beim Boss gestorben. Ich hätte zwar Save States gehabt, dass ich neu laden kann, aber im normalen Run ist der Run auch da vorbei. Also du musst dann von vorne anfangen, weil es ist Spiel intended eigentlich, dass du bei diesem Boss so stirbst. Aber naja, so wie ich das halt gemacht habe, ja, kann man das umgehen. Ich würde es nicht empfehlen. Es gibt, also vielleicht andere Kategorien. Ich weiß auch, ich kenne mich da nur aber so weniger aus, wie die ablaufen, aber nicht, würde ich nicht als erstes Game empfehlen. Ist das die einzige Kategorie, Nein. die du runnst? Ja, das ist die einzige, die ich aktuell runne. Ich plane vielleicht andere Kategorien zu runnen, aber ich weiß es noch nicht. Es ist halt viel, was ich irgendwie noch geplant habe. Kommt alles denn noch so? Ja, es kommt jetzt, irgendwann. Jetzt erstmal auf diese Zeit klarkommen. Ja, es ist leider keine BB, weil zweiter Boss nicht so perfekt lief. Sonst wäre es, glaube ich, geworden, aber ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Aber dadurch, dass du ja meintest, dass die letzten 2 Tage oder die letzten 2 Male, wo du es gemacht hast, nicht so gut lief, dadurch, dass heute der Tag war, wo es gut lief, ich glaube, damit kann man schon sehr zufrieden sein. Ich bin sehr zufrieden. Ich weiß aber, dass ich zu Hause ankomme und denke so, ja, jetzt kriege ich das doch safe zu Hause hin. Ja, nee, will wieder nicht hin. Und, ja. Das ist dann wirklich, ich, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die Magie der Dokumi. Ja, denke ich. Ja, es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man das halt jetzt hier noch vor Live-Publikum dann runnt. Wo findet man dich denn eigentlich in den sozialen Medien? In diesen sozialen Medien, in diesem komischen Internet. ja, eigentlich alles unter Blueswelt. Also man findet Twitter, YouTube und auch Twitch, alles unter Blueswelt. Wenn man mich noch woanders sehen will, halt Germansch, ich bin ein Germansch-Mitglied. Deswegen wusel ich auch hier mal in der Kamera rum, weil arbeiten. nee, da findet man nicht relativ viel, aber ja, Blueswelt einfach suchen. Ja.
Sehr gut. Auf jeden Fall vorbeischauen, ne? Ich meine mal, klar, ihr kennt ihn alle, aber trotzdem immer wieder vorbeischauen. Ja, vielleicht so allgemein, halt Tunic ist ein Speedrun, den ich habe, ich run noch andere Dinge, Zelda ist ein bisschen viel Content, Randomizer-Sachen mache ich viel. Also bei mir gibt es irgendwie so einen bunten Mix aus allem Möglichen. Ist aber auch gut, wenn man so einen bunten Mix hat. Ja. Es gibt ja Speedrunner, die schießen sich wirklich so auf ein Spiel ein und versuchen sich da wirklich dann immer weiter hochzupushen. Und das Nonplusultra, da siehst du dann, jeden Tag wird gestreamt 20 Stunden. Ja. Und dann, bis die PB geschlagen ist. Und dann kommt irgendeiner am Internet und dann schlägt er diese PB dann um eine Millisekunde und dann fragt man sich, was hat man da gemacht? Ja, das kenne ich irgendwoher. aus meinem wundervollen Fanclub gibt es so zwei Leute, mit denen ich Skyward Sword gerannt habe. Ich war, glaube ich, einer von den ersten, die den Run gemacht hatten, schöne PBs hatten und die beiden mir die dann einfach nach und nach geklaut haben. Und ich bin so, ja, Finn und Max, danke dafür. Aber das weckt auch so ein bisschen den Kämpfergeist. Ja, ne? Klar. Das ich hab nicht mehr danach gerannt. Ja, doch, schon, aber. Ich war nicht so. Ich bin nicht so, dass ich auf wirklich kompetitive Sachen gehe. Für mich macht der Run Spaß und ich hab Bock. Ich setze mir eine Zeit, die ich erreichen will, und das ist es für mich. So, mehr. Speedrunning ist für mich mehr so ein Ding. Ich hab halt Bock drauf. Ja. Ich mag Dinge kaputt zu machen. Spieltechnisch sind. Und einfach so ein bisschen die Grenzen von Spielen neu auszutesten. Und halt gerade dann den Spielen, die ich sehr liebe. Ja. Wie Tunic. Falls man es nicht gemerkt hat. Hast du denn schon mal überlegt, Spieletester zu werden, wenn du so die Grenzen austesten möchtest? Ich glaube, dafür bin ich nicht so gut drinne, weil ich nutze halt die Grenzen aus, die es gibt, also die Leute gefunden haben. Aber selber finden habe ich bisher noch nicht. Wenn ich das irgendwann merke, so, jetzt habe ich plötzlich ganz viele Dinge gefunden, ja, dann vielleicht. Direkt erstmal dann an den Publisher verkaufen und so, Leute, hier. Ja, hier, ich habe diesen Trick gefunden. Soll ich den veröffentlichen oder gibt ihr mir genau, Geld? Wollt ihr das patchen oder? Ja, ich bin froh, wenn Spiele mir die Möglichkeit geben, dass ich sie wieder runterpatchen kann. Mhm. Und ich stecken bleibe auf Versionen, auf denen ich nicht mehr runnen könnte. Ja, da gibt es ja so einige Spiele, die sind, sage ich mal, nicht so ganz runnerfreundlich. Die lassen sich dann halt nicht mehr so einfach runterpatchen und... Ja. Ich erwähne jetzt nicht, welches Game das mir leider vielleicht ein bisschen kaputt gemacht hat, dass ich spielen wollte. Es wurde gerade gerufen, es ist vielleicht auch hier auf Adokumi irgendwo zu sehen. Ich werde es jetzt nicht erwähnen aus Gründen. Aber da hat es mir leider gepatcht und dann war ich so, ja okay, jetzt kann ich nicht mehr run. Hm. Ja, das ist dann irgendwie so, weiß nicht, du kannst es einfach dann nicht mehr sehen. Das, ja. Du hast es immer im Hinterkopf. Das schwingt immer mit. Ist ein bisschen doof, ja. Nee, aber auf jeden Fall. Jetzt kommt ihr wieder... Warum steht... Nein, okay. Ich sag's nicht, das steht jetzt vielleicht im Stream, welches Game ich meine. Wir sehen das nicht. Ich bin blind. Ja, stimmt, ich bin ja hier drüber gefallen, also ich muss blind sein. Nee, auf jeden Fall checkt seine Social Medias aus, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Ne? Und ich würde sagen, nochmal einen kräftigen Applaus. Und dir noch viel Spaß. Danke.